Ich hätte gern gewusst, wie es sich anfühlt, mein Baby im Arm zu halten. Aber ich werde es nie erfahren. Ich war 5-mal schwanger, 2 Babys habe ich lebend geboren. Wie sich das anfühlt, Babys in der Schwangerschaft zu verlieren? Zerbrochen. Und als wenn das auch nie wirklich heilt. Als wenn ein Teil meines Herzens fehlt. Der Schmerz ist da und manchmal kommt er in Wellen. Groß und dunkel. Und dann braucht er Raum. Und der Schmerz erinnert mich an die Liebe. Denn die war vom ersten Moment an da. Ab diesem allerersten Gefühl. Vollkommen, bedingungslos, für immer. Ich hätte mein Kind so gern kennengelernt. Ich hätte so gern gewusst, wie es ist. Sein Charakter, sein Herz, sein ganzes Sein. Ich hätte mein Kind so gern gehalten und ihm unsere ganze Familie vorgestellt. Und was bleibt, ist der Schmerz. Ein stechender Schmerz. Und Wut, Leere, Verzweiflung und Neid. Und die Frage, warum? Warum, Gott? Ich habe Gott diese Frage schon so oft gestellt. Warum lässt du das zu? Warum, Gott, durfte ich diese Kinder nie in den Arm nehmen? Warum durfte ich sie nicht trösten, Nächte durchwachen, mit ihnen lachen, mit ihnen weinen? Sicher, es wäre anstrengend geworden und ich hätte mein Bestes trotz allem gegeben. Aber warum durfte das so nicht sein? Ich bin keine perfekte Mama, aber ich hätte sie mit Liebe durch ihr Leben begleitet. Dass sie nicht bei mir sind, fühlt sich falsch an. Und ich verstehe nicht, warum. Und ich möchte darauf irgendwann eine Antwort haben. Wenn mich diese Trauer überrollt und all diese anderen Gefühle, dann stelle ich mir oft was vor. Ich stelle mir vor, dass die Kinder im Himmel sind, geborgen bei Gott. Denn daran glaube ich. Und der Himmel ist dabei kein klischeehafter Ort, so wie man ihn aus Filmen oder Büchern kennt, sondern er ist ein wundervoller Ort. Ein warmer Ort, ein Ort, an dem sich die Kinder wohlfühlen, an dem sie geborgen sind und aufgehoben, an dem sie lachen können und sich freuen, an dem sie zusammen sind und spielen können und aufwachsen können mit allem, was sie brauchen. Und da sind alle anderen Menschen von meinen Freundinnen und aus meiner Familie, die schon gestorben sind. Sie verbringen Zeit mit den Kindern. Sie spielen und lachen und essen was Gutes. Meine Opas kümmern sich um die Kinder, meine Oma und alle haben zusammen eine gute Zeit. So stelle ich mir den Himmel vor. Ein Ort mit so viel Freude, Wärme und Liebe. Ich stelle mir vor, dass es ihnen gut geht, weil sie bei Gott sind. Auch wenn ich meine Kinder abgeben musste, weiß ich, dass es ihnen gut geht. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das passiert ist. Und auch wenn ich manchmal neidisch bin auf die, die jetzt schon mit ihnen Zeit verbringen können, die sie jetzt schon in den Arm nehmen können. Ich glaube daran, dass es ihnen gut geht bei Gott, weil Gott Freude, Wärme und Liebe ist. Und diese Hoffnung trägt mich durch den Schmerz. Kennst du das auch? Die Welt dreht sich und wuselt einfach weiter, aber für dich ist sie stehen geblieben? Aus Angst, aus Trauer, aus Verzweiflung? Gott, ich fühle mich leer und allein und wie taub vor Schmerz. Alles um mich herum ist dunkel, weil dieser Verlust so weh tut. Manchmal glaube ich, du weißt, wie es mir geht. Auch dein Kind musste sterben. Vielleicht kennst du meine Gefühle. Und doch ist es ganz anders, weil es nämlich mein Kind war. Und weil du mir meine Fragen nach dem Warum nicht beantworten kannst. Ich fühle mich zerbrochen, als wenn ein Teil von mir fehlt. Hilf mir, sei da. Lass mich nicht alleine. Tritt einen Schritt zurück, wenn ich deine Nähe gerade nicht ertrage. Aber geh nicht weg. Sei im Schmerz für mich da.
Schenke mir Zeit für Trost zwischen all den Gefühlen. Lass die Wunden irgendwann Narben sein. Dieses Stück von mir, das fehlt. Hilf mir, damit zu leben. Amen. Gott segne dich und schenke dir Ruhe, wenn der Schmerz da ist und Raum braucht. Gott lasse dich nicht alleine, wenn du dich zerbrochen fühlst. Gott segne dich und schenke dir Halt, wenn du das Gefühl hast, dass ein Teil von dir fehlt. Gott schenke dir Kraft zum Weitergehen, auch wenn der Schmerz bleibt. Gott segne dich und schenke dir Zeit zum Verarbeiten, damit du lernen kannst, weiterzuleben. Amen. Hast du dich auch schon mal so gefühlt? Und was hat dir dann geholfen? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Wir hoffen, die letzten Minuten haben dir Kraft gegeben für die neue Woche. Am Ende findest du eine Reportage über Body Acceptance mit Ilka. Sie ist Influencerin und das trotz oder vielleicht gerade weil sie mit einer Nasenlippenspalte geboren wurde.